Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf Sherlock Holmes zu meinem Corona-Update von heute Dienstag, den 15.09.2020. Ich habe nach hinten raus wieder ein paar klasse Schlagzeilen für euch parat. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch direkt dahin klicken. Ich habe das in der Videobeschreibung direkt verlinkt. Da könnt ihr also auf die Zahlen direkt klicken. Ihr könnt euch direkt zum Klinikmonitor klicken oder zu den Schlagzeilen. Ist eure Entscheidung. Ich fange jetzt mal mit der Schlagzeile des Tages oder der Eröffnungsschlagzeile an vom RKI. Die melden 1407 registrierte Neuinfektionen in Deutschland. Ich habe eine andere Zahl. Bei mir sind es 1999. Ich erhebe aber auch vom 14.09.12 Uhr bis 15.09.12 Uhr. Und da sind es halt 1999 Testpositive mehr als am Vortag. Das heißt, bestätigte Testpositive haben wir bundesweit 0,32%. Und wir reden immer noch von einer Pandemie oder von dem Jahrhundertvirus oder Menschheitsvirus schlechthin. Dennoch nie hat es solche Maßnahmen gegeben. Aber egal, weiter zu den nächsten Zahlen. Das sind die Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Die sind um 11 gestiegen. Die Letalität ist jedoch weiter zurückgegangen auf 3,54%, minus 0,03%. Es geht immer weiter zurück. Und wenn wir die letzten Wochen nehmen, sind wir sogar unter einem halben Prozent. Aber weiter geht's. Die ereignislos abgelaufenen Zeitfenster von Testpositiven, da haben sich 1.638 aus dieser Phase verabschiedet und gelten jetzt als nicht mehr, wie sagt man so schön, Testpositiv halt. Weiter geht es, bereinigt das Ergebnis, die Zu- und Abnahme aktuell testpositiver Personen. Es sind also nur 350, die unterm Strich mehr übrig bleiben an testpositiven Personen, und das bedeutet, der Anteil der Bürger in der aktuellen testpositiven Corona-Phase liegt bei nur 0,024%. Die Zahlen könnt ihr euch selber im Kopf mal so zurechtlegen. Gehen wir zum Klinikmonitor Deutschland vom 15.09., also heute. Ihr seht hier diesen kleinen, doch wirklich verhältnismäßig kleinen Schnipsel der Kliniken, die ausgelastet melden, und dann seht ihr hier die Karte, das Türkis dominiert, Gelb ist zwar auch ganz nett vertreten, aber Türkis ist doch klar im Vorteil. Dann in die Analyse vom 14.09.1222 Kliniken gemeldet, zum 15.09. heute 1225 Kliniken gemeldet. Die ausgelasteten Kliniken haben um plus 6 zugelegt, die Kliniken, die erste Engpässe melden, um plus 11 zugelegt, und die Kliniken, die überall freie Kapazitäten melden, sind um 14 zurückgegangen. Aber wie immer hat das mit Coronavirus nichts zu tun. Das hat auch schon in den letzten Wochen oder war auch schon in den letzten Wochen so, denn die Zahl der Covid-19-Patienten in den Intensivbetten ist um 1 zurückgegangen. Damit belegen lediglich 0,77% Covid-19-Patienten die Intensivbetten, also alle zur Verfügung stehenden Intensivbetten. Und diese Intensivbetten sind um 11 angestiegen seit den letzten 24 Stunden. Das zum Klinikmonitor Deutschland. Die Zahlen seht ihr. Macht euch eure eigenen Gedanken. Wir kommen zu den Schlagzeilen, und da haben wir tatsächlich den ersten Superspreader-Fall oder angeblichen ersten Superspreader-Fall. Also jemand, der in Massen ansteckt. So soll das ja in etwa sein, laut Herrn Lauterbach. Und es geht um eine Frau, die trotz Symptomen feiern war und offenbar viele Menschen mit Corona angesteckt hat. Das wurde natürlich erstmal hinausposaunt, aber man musste zurückrudern, denn am Ende waren es 3 neue Infektionen. Bis jetzt waren über 47 Tests ausgewertet und es sind 3 neue Infektionen. Man spricht trotzdem von einem großen Corona-Ausbruch in Garmisch-Partenkirchen, und das, obwohl es aktuell lediglich 59 positive Fälle mit Corona-Infektionen oder Testpositiven in Garmisch-Partenkirchen gibt. Wahnsinn, wie hier mit den Worten wirklich Panik gemacht wird. Gehen wir nochmal nach Garmisch-Partenkirchen, nämlich es bleibt wirklich interessant, auch das Wording. Es gibt nur eine leichte Entwarnung, denn nachdem eine mit dem Coronavirus infizierte Frau in Garmisch-Partenkirchen in Bars unterwegs war, haben sich hunderte Einwohner testen lassen. Das Ergebnis: nur 3 weitere Menschen sind mit Corona infiziert. Leichte Entwarnung. Und der Landrat Anton Speer von den Freien Wählern zeigte sich zufrieden und meint, wir haben alles im Griff, wir waren schnell tätig. Also, ganz kurze Anmerkung, wenn dieses Virus, für das alles Wirtschaftliche geopfert wird, für das die Menschen in den Lockdown geschickt wurden und immer noch in anderen Ländern werden, wenn dieses Virus so hochinfektiös wäre, wie es gesagt wurde, dann hätten wir andere Zahlen und dann hätten sie
nicht alles leicht im Griff gehabt. Also irgendwie muss das Virus harmloser geworden sein oder es hat eine Immunisierung stattgefunden. Denn werfen wir nochmal einen kleinen Blick, nehmen wir uns die Zeit in das DIVI-Intensivregister und zwar auf den Anteil der Covid-19-Patientinnen oder Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten auf Kreisebene. Und da werfe ich mal die Lupe an und dann sehen wir hier am 15.09.19 Uhr aktualisiert und dann gehen wir in den Kreis Garmisch-Partenkirchen und dann sehen wir hier oben Garmisch-Partenkirchen, Anteil der Covid-19-Patientinnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten 0%. Dementsprechend natürlich auch die intensivmedizinische Behandlung und natürlich auch keine invasiv beatmeten. Jetzt gehen wir in die umliegenden Nachbarkreise. Der erste ist der Ostallgäu, ebenfalls 0,0%. Wir brauchen nicht auf weitere Sachen einzugehen. 0,0% Covid-19-Patienten in den Intensivbetten. Dann den nächsten Nachbarkreis, das ist der Weilheim-Schongau, auch 0,0%. Und der letzte angrenzende Kreis, das ist Bad Tölz-Wolfratshausen, ebenfalls 0,0% in den Intensivbetten. Also man muss es mal, man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist, ja, es ist nicht nur leicht entspannt, wenn der komplette, wenn die kompletten umliegenden Kreise auch nichts haben in den Krankenhäusern, dann darf man ruhig etwas mehr entspannt sein. Aber das würde ja nicht verunsichern und das will man ja, ganz offensichtlich will man weiter verunsichern. Gut, zurück zu den Schlagzeilen, dann schauen wir mal nach Hongkong, also weit über den Tellerrand hinaus, denn dort lockert man die Schutzvorschriften. Man hat 1,8 Millionen Menschen in einem Massentest, also einen Massentest unterzogen, das ist fast ein Viertel der Bevölkerung. Und man sagt nach dem Massentest immer noch, die Strände bleiben weiter gesperrt und Versammlungen mit mehr als 4 Personen bleiben verboten. Denn was ist bei diesem 1,8 Millionen Massentest herausgekommen? Man hat 42 Infektionsfälle entdeckt. Nochmal, 1,8 Millionen Tests, 42 Infektionsfälle. Wahnsinn! Da bleiben die Strände gesperrt und Versammlungen mit mehr als 4 Personen werden verboten. Und die Gesundheitsministerin Sophia Schan rief die Bevölkerung auf, wachsam zu bleiben. Wir reden von 42 Infektionsfällen bei 1,8 Millionen Menschen. Das ist eine Quote von 0,002%. Und da wird ein Alarmismus betrieben. Ich weiß nicht, es macht teilweise sprachlos. Na gut, weiter geht's. Denn die britische Innenministerin Patel, die ruft zu Denunziantentum auf. Bei Partys Polizei rufen. Jawohl. Und das Wording ist wie immer im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Man könnte ja auch mal Prophylaxe verwenden oder so. Hört sich aber nicht so martialisch an wie Kampf. Und jetzt wird es dann doch mal Zeit, mal nach England zu gucken oder nach Großbritannien zu gucken. Und dann gehen wir auf die WHO-Seite, United Kingdom, vom 1. Februar bis 15. September, also ganz aktuell. Und ich habe die Letalität errechnet, also allem zusammengefasst, die liegt bei 11,2% aktuell. Aber man muss sich jetzt die Mühe machen, oder ich mache das jetzt mal, denn in der Politik scheint es ja keiner zu machen, mal eine Neubewertung vorzunehmen. Und dafür greife ich auf den Zeitraum vom 13.07.2020 bis 15.09.2020 zurück. Sowohl was die Testpositiven betrifft, also diese hier, als auch was die Verstorbenen betrifft. Hier unten die. Und die Testpositiven vom 13.07. bis 15.09., also ungefähr 2 Monate, liegt bei 77.554. Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 787. Demnach haben wir in den letzten 2 Monaten eine Letalität nicht mehr von 11,2%, sondern von 1,01%. Das heißt, dasselbe Virus, das noch vor ein paar Monaten 11,2% Letalität erzeugt hat, schafft es jetzt nur auf 1,01. Und da muss irgendwas passiert sein. Wir reden immer noch vom selben Virus. Also entweder ist tatsächlich eine Immunisierung eingetreten, aber irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Das kann doch, also die Politik sieht sich nicht dazu genötigt, mal eine Neubewertung anzustreben. Wahrscheinlich wurde wirklich schon zu viel Geld in den Impfstoff investiert. Das kann man nicht mehr laufen lassen. Und diesbezüglich haben wir die nächste Nachricht. Bill Gates rechnet jetzt Anfang 2021 mit der Zulassung von Impfstoffen. Und darauf wird es auch hinauslaufen, machen wir uns nichts vor. Aber bleiben wir erstmal gelassen. Bill Gates erwartet weitere Millionen Todesfälle durch Covid-19. Wir haben aktuell, ich habe eben nachgeschaut, 930.000 Todesfälle weltweit. Wir haben im September, wir reden jetzt von Oktober, November, Dezember, Januar. Das sind 4 Monate.
Und wir haben dann noch ein bisschen Anfang an 2021, dann soll der Impfstoff zugelassen werden. Also in den nächsten 4, 5, 6 Monaten erwartet Bill Gates Millionen von Todesfällen, Covid-19-Todesfällen, wobei der Virus ja gerade komplett abklingt. Wir haben das ja gesehen und ich habe mir noch weitere Zahlen angeguckt. Ich will nur nicht in den Rahmen sprengen und überall klingt es ab. Und das weiß ich nicht, was Herr Gates, ob Herr Gates, vielleicht sollten Sie mal einen Fachmann wie Herrn Bhakti befragen und ich Herrn Gates, das könnte uns vielleicht weiterhelfen, aber der kriegt die Plattform gar nicht. Der muss einen YouTube-Kanal aufmachen, damit er überhaupt gehört wird, vor lauter Verzweiflung. Aber gut, Bill Gates ist aber auch jemand, der mit der Bill und Melinda Gates Foundation in den vergangenen 10 Jahren mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Impfstoff investiert hat. Das ist natürlich keine Philanthropie, denn investiert heißt Investment und Investment ist immer auf Gewinn ausgelegt und genauso ist es auch. Und die 20 Milliarden waren zwar, Macher investiert haben, aber er hat ja auch jede Menge Anteile an Pharmafirmen und da wird natürlich auch Gewinn ausgeschüttet und so stellte man ihm, oder die Schweizer Handelszeitung stellte ihm am 17.09.2019 die Eine-Minute-Frage, wie wird man in einem Jahr um 17 Milliarden reicher? Wir reden also von jemandem, der 20 Milliarden über eine Stiftung, in der man natürlich vor der Steuer sein Geld verstecken kann und so weiter, gibt es noch andere Vorteile. Man kann zum Beispiel ein Drittel des Geldes auch für privat nutzen. Aber über 10 Jahre 20 Milliarden investiert und er kriegt allein in einem Jahr, steigert er sein Vermögen um 17 Milliarden. Also mit reiner Philanthropie ist das natürlich nicht zu machen. Aber gut. Jeder kann von Herrn Gates denken, was er will. Ich mache mir auch meine eigenen Gedanken und gehe nochmal zurück. Und er sagt, dass er in den ersten Monaten des kommenden Jahres mit der Zulassung von 3 oder 4 Impfstoffen rechne. Also 3 oder 4 verschiedene Impfstoffen. Und weiter sagt er, um den Impfstoff 7 Milliarden Menschen zur Verfügung zu stellen, brauchen wir fast 14 Milliarden Dosen. Er sagt auch weiter, das fordert ganz neue Strategien. Leute, jeder kann denken, was man will. Lasst euch nicht zu kruden Verschwörungstheoretikern machen, nur weil ihr denkt, ein 14 Milliarden Dosen Impfstoffdosengeschäft ist es nicht wert, es geht dabei um Billionensummen, ist es nicht wert, solchen Irrsinn zu starten. Es ist schon für viel weniger Geld viel Schlimmeres gemacht worden. Auf jeden Fall, die Zahlen gehen nach unten, überall. Ich bin tagtäglich dran und gucke mir die Zahlen an und sehe, wie die Quoten nach unten gehen. Sie werden natürlich hochgeschrieben, sie werden gepusht. Aber es geht hier um 14 Milliarden Impfdosen. Das muss man sich zum Besten geben. Und die werden, wie hier steht, zur Verfügung gestellt. Zur Verfügung stellen heißt, ich stelle dir mein Fahrrad zur Verfügung. Das heißt, bitteschön, nimm es dir. Aber es ist kein zur Verfügung stellen. Die Dinger werden bezahlt vom Staat zumeist und werden dann den Bürgern verabreicht. Also das hat nichts mit Philanthropie zu tun, das ist ein nacktes Geschäft, Feierabend, nicht mehr und nicht weniger. Aber gibt es eine Art Entwarnung, das muss man sich zum Schluss nochmal stellen, denn Gesundheitsminister Spahn setzt auf freiwillige Corona-Impfungen. Das sagt er klipp und klar. Und zwar, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat erneut betont, dass keine Impfpflicht gegen das Coronavirus eingeführt werden soll. Es wird zu einer freiwilligen Impfung kommen, sagte Spahn in Berlin. Um eine Herdenimmunität zu erreichen, müssten sich in Deutschland demnach 55-65% der Bürger impfen lassen. Wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das Ziel einer ausreichend hohen Impfquote freiwillig erreichen. So, 55-65%, das war eigentlich die Quote, die man erreichen wollte mit Infektionen. Ganz am Anfang, wir erinnern uns, das Video von Herrn Kleber, wo er die Kurve nach unten genommen hat und das müssen wir schaffen, damit sich Leute infizieren und. 55-65%, das ist die Impfquote oder aber die Leute, die immunisiert sind, die sich infiziert haben. Wir liegen bundesweit, wir haben es vorhin gesehen, noch nicht mal bei einem halben Prozent. Also das Ziel ist nie verfolgt worden, es ging von Anfang an um den Impfstoff und um gar nichts anderes und damit auch um ein Geschäft. Und ich könnte noch mal ausholen, dass es hier um viel mehr geht. Die Politik müsste sich verantworten, hat den Menschen immer gesagt, euer Geld ist sicher, alles ist sicher. Dabei wusste man ganz genau, bei 250 Billionen Dollar weltweiten Schulden und. Ich will das gar nicht weiter ausarbeiten. Das könnte man nie zurückbezahlen. Irgendwann kracht die ganze Bude in sich zusammen. Und da müsste man sein Gesicht in die Kamera halten und dafür gerade stehen. Aber jetzt hat man mir schon gesagt, ganz praktisch noch aus der
Not noch eine Tugend gemacht. Man kann dem Virus die Schuld zuschieben. Man hat nochmal mit Milliardensummen um sich geschmissen, um angeblich zu helfen. Und wenn das Ding dann vor die Wand fährt, ja, dann war es das Virus. Und man kann zugleich noch mit tollen Impfdosen ein Geschäft draus machen. Nennt mich einen Verschwörungsideologen. Das ist mir persönlich Wumpe, ganz ehrlich. Aber diese ganzen Dinge, das passt sowas von zusammen. Na gut, lassen wir das hier mal so stehen. Ich bin auch zuversichtlich, dass das funktioniert, dass die Leute sich impfen lassen, dass sich 55 bis 65, 70 oder 80% finden lassen, die so verzweifelt sind, dass sie einfach wieder sagen, kommt, impft mich, ich will unbedingt mein Leben zurück. In welcher Form das danach noch lebenswert ist, das wird sich zeigen für jeden Einzelnen. Ich weiß, ich werde mich nicht impfen lassen, ich bin keiner von den Freiwilligen, ich habe mich noch nie wissentlich irgendwas impfen lassen, auf jeden Fall nicht als Erwachsener. Ich bin ganz gut damit durchgekommen. Ich bin sowieso kein großer Arztgänger. Bei mir ist das, ich war schon, glaube ich, 10 Jahre nicht mehr beim Arzt. Bei mir kann die Pharma, weder der Arzt noch die Pharmaindustrie irgendwas verdienen. Gut, ich rede schon wieder zu viel. Das wollte ich mal mitteilen. Und so komme ich zum Ende. Ich mache es jetzt wirklich kurz und knapp. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht abonnierst du meinen Kanal auch und betätigst das Glöckchen, dann wirst du über das nächste Video informiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wenn du bis hierhin durchgehalten hast, für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir nur das Allerbeste, auch wenn du nicht meiner Meinung bist, wenn du kritisch dem gegenüberstehst, was ich sage, dann schreib es in die Kommentare. Lass uns austauschen, sachlich und ruhig. Ich freue mich über jede Diskussion, die uns vielleicht am Ende weiterbringt. Ansonsten an euch alle liebe Grüße von eurem Schorze von Sherlock Holmes. Bleibt gesund und bleibt wach. Bis auf Weiteres und bis demnächst.